Gleich sind wir soweit und gleich geht es auch los. Frage an Frage an Frage. Six Sigma einfach erklärt. Das Lösungswort findest du dann eingeblendet am Ende des Videos im Musikabspann. Da kannst du nochmal prüfen, ob du zu jeder Frage den passenden Buchstaben gefunden hast. Heute suchen wir in der Folge 13 sieben Buchstaben. Und in dieser Zeit, die du hast, das sind 30 Sekunden, das ist die Zeit, man sieht es mit der Erbse, die erst rollt und dann runterfällt. In dieser Zeit lese es sorgsam durch. Wenn dir die Zeit nicht reicht, halte einfach das Video kurz an oder spule zurück. Wichtig ist, hier viel Input aufzunehmen, Wissen to go, alles sind Informationen, die im Zusammenhang gesehen und über Folge nach Folge dir ein solides Grundwissen verschaffen. Ich freue mich über konstruktives Feedback, Anregungen, Kommentare unten im Kommentarfeld, das wäre super. You ready? Wir starten. Thank you.
Das ging heute ganz schnell mit den 7 Fragen. Ich weiß, viel, viel Text, aber der Text kannst du schneller lesen, als wenn ich jetzt hier alles vorlese und dann die Varianten noch vorstelle, dann würde das Video um ein Vielfaches länger sein. Ich habe das einmal getestet und alles aussprechen, alles vortragen, das würde das Ganze so lange in die Länge ziehen. Ich denke, das wäre für viele Zuschauer, Zuhörer dann doch langweilig. Außerdem eine schöne Sache ist immer, wenn dir etwas dann in dem Video, wo du sagst, kenne ich nicht, nutze doch das Snipping-Tool oder mach ein, Snapshot vom Bildschirm, dann kannst du nachher unbekannte Begriffe, die vielleicht aufgetaucht sind, wie zum Beispiel jetzt die letzte Frage, ja, was ist denn eine Stakeholder-Analyse? Einfach dann mal nachschauen. Sicherlich werde ich alle Methoden, alle Begriffe irgendwann erklären, nur ich kann es nicht gleichzeitig tun, weil dann hätten wir einen Fächer, der sich da aufmacht, der wäre zu breit. Also gelegentlich, wenn du Interesse hast, schau was nach, google etwas, wäre super. Wenn du gezielt Wissen sammeln willst oder ein Thema dich aus dem Bereich Operational Excellence, Lean, Lean Management, Lean Six Sigma, Qualität, Risikoanalysen, aber auch Zeit- und Selbstmanagement und hier habe ich jetzt sogar drin, wie gliedert man perfekt einen Fachvortrag, eine Präsentation, viele, viele Webinare auf meinem Kanal. Ein Besuch lohnt sich. Vielen Dank fürs Schauen. Die nächste Folge kommt bald. Werden immer samstags und sonntags um Mitternacht veröffentlicht. Ich hoffe, dass sich bald eine kleine Fangemeinde bildet. Noch ist das Ganze sehr klein und sehr dünn. Vielleicht kannst du mich hier auch unterstützen, dass meine Sichtbarkeit größer wird. Ich will einfach mehr Menschen erreichen. Momentan hilft mir am meisten ein Abonnieren. Ich sage Dankeschön, freue mich auf ein Wiedersehen, bis bald und tschüss.